Heyo, hallo meine Freunde. Willkommen zu einem neuen Video von einem Seedzocker. Wir bauen heute einen Superofen. Was ihr dafür braucht, ist eine Leiter, eine Pflastersteinmauer, 9 Stacks Kohle, ein Ofen, eine Schiene, ein Trichter, ein rot gefärbtes Glas, eine Lore mit Trichter, ein Redstone-Block, eine Truhe, ein Kolben und ein Stein. Und aber bevor wir anfangen, grüße ich noch jemanden. Also Grüße gehen raus an Agenska. Wenn ihr auch im nächsten Video gegrüßt werden wollt, schreibt einfach einen netten Kommentar. So, jetzt legen wir aber los. Als erstes baut ihr hier so eine Doppelkiste hin. Dann baut ihr Trichter an die Kiste, aber so, dass die sich hier so verbinden. Dann macht ihr da mit den Trichtern so eine 4x2 Reihe. So. Da drauf kommen Öfen. So. Und auf der anderen Seite auch. So. Auf die Öfen kommen dann wieder Trichter drauf. So. Dann kommen da, hier kommen dann, brauchen wir hier die Pflastersteinmauer. Die kommt dann da eine hin und da eine hin. Und hier kommen 2 Schienen hin. Darauf kommen 2 Loren mit Trichtern, so dass hier so ein bisschen Abstand ist. Dann muss man ganz viel aufpassen, muss die Schienen ganz vorsichtig abbauen, so, und die Pflastersteinmauern auch abbauen. Aber die Pflastersteinmauern kann man dann auch direkt hier wieder platzieren. Dann müsst ihr euch, braucht ihr irgendeinen Baustein, ich habe jetzt einfach ganz normalen Stein geholt, baut euch hier hoch oder hier und müsst dann so ein bisschen mit Pistons arbeiten. So, dann kommt hier ein Piston hin und ein rot gefärbtes Glas. Daneben genauso. Ein Piston, ein rot gefärbtes Glas. Erstens machen wir mal wieder Tag, es wird nämlich schon dunkel. So. Dann kommen da drauf 2 Redstone-Blöcke. Die baut ihr dann wieder ab. Und dann könnt ihr eigentlich das hier ganze Gerüst wieder abbauen. So. Dann seht ihr, dass das so ineinander backt. Dann könnt ihr die Pflastersteinmauern auch wieder abbauen. Baut euch wieder mit Stein hoch. So. Und baut dann hier Glas hin. So. So, und das einfach so eine ganze Reihe. Und so. Dann könnt ihr den Stein auch wieder abbauen. Und auf das ganze Glas kommt jetzt so ein Piston, der nach unten zeigt. Auf das ganze Glas. So, so. So, so, so. Und so. Darauf kommt jetzt jeweils ein Redstone-Block. So, dass die sich ausfahren. Dann könnt ihr die Pistons und den Redstone-Block auch wieder abbauen und habt dann hier dieses Gerüst. Darauf baut ihr dann wieder eine Doppelkiste und eigentlich ist er jetzt schon fertig. Ihr müsst einfach nur noch, und es fängt an zu regnen, einfach wieder Tag machen und wieder den Regen aus. So, in jeden Ofen 1 Stack Kohle rein. So, 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 und der anderen Seite genauso. So, so, so und so. Jetzt ist er aber wirklich fertig. Die Sachen hier brauchen hier eigentlich nur noch. Hier müsst ihr euch jetzt einmal mit Stein wieder hochbauen. Und daran kommt eine Leiter. So, 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 so. Dann braucht ihr die Sachen nicht mehr. So, könnt alles wegmachen. Und habt dann zum Beispiel ein rohes Hammelfleisch, rohes Hühnchen, eine Kartoffel, rohes Schweinefleisch und rohes Rindfleisch. Dann geht ihr hier die Leiter hoch, könnt das hier reinmachen und es verschwindet direkt. So, dann geht es hier in die Loren, von den Loren mit Trichtern in die normalen Trichter, in den Ofen, von den Öfen, wenn es fertig gebraten ist, geht es in die Trichter und von den Trichtern geht es dann in die Truhe. Deshalb war es auch wichtig, die Trichter an der Truhe zu platzieren.
Und wenn das dann alles fertig gebraten ist, kommt es nach und nach in die Truhe. Zum Beispiel das Fleisch braucht jetzt noch eine Zeit lang. Das ist nämlich jetzt fertig. Jetzt wird das hier durch die Trichter weitergeleitet, bis es dann in diese Truhe kommt. Wird das dann hier mal weitergeleitet und irgendwann kommt es dann in die Truhe. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, haut rein und ciao! Hi Leute, ich hatte noch so einen kleinen Schritt vergessen. So wird es nämlich noch nicht in die Truhe geben, sondern ihr müsst hier die Trichter wieder abbauen, dass nur die Vorderreihe steht, und müsst es dann an die Trichter bauen. So, dass die Trichter dann hiermit verbunden sind. Und wenn man dann, wenn man das gemacht hat, dann das Essen holt, also das Ungebratene natürlich, und es da dann reinmacht, dann geht es in die Lore, in den Trichter, in den Ofen und da rein geht es dann auch, ups, der Trichter ist noch falsch platziert, so, geht es dann auch, wenn die so platziert sind, das ist, da sieht man auch dieses kleine Röhrchen, geht es dann wirklich von Trichter zu Trichter. Weil wenn das jetzt fertig gebraten ist und es dann kommt direkt der Fisch und das andere geht raus. Das geht durch die Trichter und dann landet dann hier in der Truhe. So, dann funktioniert es auch. Ich habe es nämlich gerade auch nochmal getestet und da hat es nämlich nicht funktioniert. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, haut rein und ciao!